Okay, wir gucken mal ganz kurz An diesem rein. So schlimm kann es ja nicht sein. Wir brauchen ein kurzes Video. Wir gucken nur ganz kurz rein und wir machen jetzt so eine Challenge. Wenn ich hä sage, muss ich das Video aufhören, okay? Quasi. Genau, zum Beispiel hier. Mein Bruder hat sich in mich verliebt. Relatable Topic, oder? Schauen wir mal kurz rein. Ich stürmte ins Zimmer meines Bruders und platzte heraus. Sie ist herausgeplatzt, genau. Charlie, du wirst mein Freund sein. Er sagte, ich sei verrückt. Wir waren Bruder und Schwester. Bis jetzt ja noch alles relativ normal. Aber ich beruhigte ihn sofort. Ich sagte, dass ich alle 11 Jahre in der Schule als Loser angesehen wurde. Und das war mein ganzes letztes Jahr. Und ich glaube, das hilft, wenn du deinen Bruder heiratest. Das sollte helfen. Beschloss zu beweisen, dass ich ein cooles Mädchen war und die Liebe des besten Jungen in der Schule, Dan, gewinnen kann. Wie oft ich es versucht habe, Dans Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber alle meine Versuche sind gescheitert. Alle haben mich nur ausgelacht und gesagt, dass Dan auf einen solchen Nerd nicht reinfallen würde. Ja, Mann, Dan ist nämlich cool. Und gestern dachte ich, ich hätte gesehen, wie Dan mich in der Umkleide bemerkt und mir zugezwinkert hätte. Das sah aus, als hätte Dan einen Schlaganfall. Wurde klar, das war meine Chance. Aber mein Bruder Charlie wollte meinen Freund nicht spielen. Okay. Wirklich? Dieses Voice-Over ist so schrecklich. Dann erzähle ich meinen Eltern, was ich gesehen habe, was er mit den Jungs bei einer Party gemacht hat. Charlie geriet in Panik und sagte, er hätte damals nur Spaß gehabt. Und ich antwortete, wenn unsere Eltern erfahren würden, würden sie ihn wahrscheinlich in eine Klinik schicken. Ich verstehe wirklich absolut gar nichts. Und dann hätte er keine Sportkarriere. Charlie sagte, er hätte eine solche abscheuliche Erpressung von mir nicht erwartet. Aber fragte, was er tun sollte. Mein Plan war folgender. Ich würde den hübschen Dan nach der Schule abfangen. Wir würden die Schule zusammen verlassen und Charlie würde schon auf mich warten mit einem Blumenstrauß. Ja, aber jeder von der Schule weiß doch, dass das dein Bruder ist. Das ist doch giga weird. Dan wird eifersüchtig und schließlich verliebt er sich in mich. Aber Dan hat doch die ganze Zeit gar kein Interesse an dir. Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn du mit deinem Bruder da ankommst... Trick, den ich von einem Pickup-Experten abgelesen habe. Wir sehen nicht aus wie Bruder und Schwester. Du bist ein blauäugiger Hübschling und ich bin eine Brünette mit braunen Augen. Charlie nickte klapp. Nach der Schule lief auch so, wie es sollte. Ich fand Dan und wir verließen die Schule zusammen und Charlie wartete auf mich mit einem wunderschönen Blumenstrauß. Ich umarmte meinen Bruder und aus dem Augenwinkel sah ich, wie sehr Dan es nicht mochte. Er war definitiv eifersüchtig. Es funktionierte. Digga, Dan sieht auch aus, als hätte er gerade einfach irgendwie zu viel Steroide oder sowas geschluckt, als hätte er gerade einen Schlaganfall. Plötzlich kam ein blondes Mädchen auf uns zu und Dan ging schnell zu ihr. Was war das jetzt? War das deine Freundin? Ich fragte Charlie sofort, wir sollten ihm folgen. Und ob wir das machen würden. Aber Charlie sagte, er mochte den Kerl nicht und würde ihm nur nachgehen, damit ich mich nicht in Gefahr bringe. Ach komm schon, du kennst ihn überhaupt nicht. Was ist jetzt mit den Blumen? Die liegen da jetzt am Schulhof. Die hat dein Bruder für dich gekauft. Nimm doch die Blumen mit, Mann. Wir beobachteten Dan und sein blondes Mädchen genau. Und irgendwie gingen sie in den Park... Und der ganze Weg verengte sich ein wenig. Wir mussten uns wirklich weit zurückhalten, um nicht bemerkt zu werden. Charlie blieb immer wieder stehen und zeigte mir einige Blätter. Und nach einem weiteren Blatt wurde mir klar, dass ich Dan nicht mehr sehe. Okay. Verdammt, haben wir sie verpasst? Das ist alles wegen dir, Charlie. Ich versuchte verzweifelt herauszufinden, wie ich Dan und sein Mädchen finden konnte. Ey, ich könnte wirklich 80 Bonköpfe rauchen und würde eine bessere Geschichte schreiben als den Haufen Scheiße. Doch plötzlich sah ich ein Riesenrad in der Nähe. Ja, ja. Bingo, aus dieser Höhe finden wir die beiden schnell. Ja. Warteschlange fürs Riesenrad war lang und ich war nervös. Ja, wir hatten kein Geld mehr, um die anderen zu animieren, also macht einfach nur Silhouetten. Charlie versuchte mich zu beruhigen und brachte mir sogar Zuckerwatte. Danke. Woher wusste er, dass ich die liebte? Weil es dein Bruder ist, weil es dein Bruder ist. Dann waren wir an der Reihe und der Kontrolleur bot an, ein Fernglas mitzunehmen. Ja. Genau, das machen die so. Der Kontrolleur vom Riesenrad im Park hat dir angeboten, ein Fernglas mitzunehmen. Ja, natürlich. Gib her. Was? Das wird sehr nützlich sein. Wir waren oben und ich sah durchs Fernglas nach Dan nach. Und Charlie sagte immer wieder, das sei eine dumme Idee. Aber dann sah ich Dan endlich auf einer der Bänke. Er hatte ein nettes Gespräch mit dieser Blondine. Woher will die denn wissen, dass das Gespräch nett ist? Die hört das doch gar nicht. Die ist doch im Riesenrad. Wir mussten nur runter und ihre Unterhaltung belauschen. Aber das Rad bewegte sich so langsam. Plötzlich schaukelten wir für eine Sekunde. Und Charlie und ich waren uns so nah, dass unsere Lippen sich fast berührten. Mann, das sind Geschwister, what the fuck? Zum ersten Mal sah ich seine tiefblauen Augen Was? So nah. Was? Beeindruckend. Ey, aber ich zog mich sofort von ihm zurück. Eine unangenehme Stille war in der Luft. Oh nee, Digga, weiß ich nicht. Als wir endlich runterkamen, bemerkte ich, dass Charlie traurig aussah. Ich tat so, als wäre nichts passiert und sagte, wir müssten schnell zu Dan.
Ich hoffe, er sitzt immer noch auf dieser Bank. Was ist eigentlich mit dieser Person, die das Voice-Over gemacht hat, Digga? Was hat das gekostet? 20 Cent? Bro, die quatscht in so Logitech-Callcenter-Headset rein. Wir machten uns auf den Weg und setzten uns in Gebüsche hinter der Bank, damit wir das Gespräch belauschen konnten. Zum Erst sprachen sie allerlei Unsinn. Aber plötzlich wurde mein Name erwähnt. Ich war froh, dass Dan an mich dachte. Aber er lachte nur über diese Maskerade mit den Blumen. Er glaubte nicht, dass Charlie mein Freund war. Ich war verärgert, dass mein Plan gescheitert ist. Aber dann hatte ich eine Idee. Ich musste meinen Bruder vor den beiden ficken. Und dann fing Charlie an, mich beiseite zu ziehen. Charlie, warum das? Oh. Aber ich schaute nach unten und sah eine Schlange in der Nähe meines Beines. Charlie nahm gerade einen Ast und wich zurück, aber Dan war bereits von der Bank aufgestanden und ging in die Büsche. Er hörte mein Wein. Charlie bellte plötzlich wie ein riesiger Hund. Dan wich sofort zurück und er und die Blonde eilten davon. Ich will einfach nicht mehr. Puh, danke. Sobald wir nach Hause kamen, schloss... Dieser Spannungsbogen. Puh, danke. Wir gingen nach Hause. ...schloss ich mich in meinem Zimmer ein und verbrachte die halbe Nacht damit, einen neuen Plan auszudenken. Aber ich erinnerte mich eben mal wieder an diesen Moment auf dem Riesenrad. Das ist dein Bruder. Ich konnte an nichts anderes denken als an Charlies tiefblaue Augen. Mann, das wir hatten uns fast geküsst. Es ist dein Bruder. Und dann hatte ich eine Idee. Warte mal, ist die gerade vom Bett geglitscht? Guck mal. Wir hatten uns fast geküsst. Guck mal Und jetzt. Dann hatte ich eine Idee. Wir könnten und sollten uns vor Dan küssen. Ein falscher Kuss natürlich. Ein falscher Kuss natürlich. Egal, ich nehme das nicht nochmal neu auf. Ich krieg hier nur 5 Euro. What the f***? Und dann hatte ich eine Idee. Wir könnten und sollten uns vor Dan küssen. Ein falscher Kuss natürlich. Ein falscher Mann, ich krieg hier wirklich einen Fünfer. Ich mach das nicht nochmal neu. Am Frühstück erzählte ich Charlie davon. Aber er würgte fast und sagte, er würde das nicht machen. Ich habe gerade so eine gute Idee. Ich biete jetzt auch Voice-Over an und ich hoffe, dass ich irgendwann, vielleicht werde ich ja von einem dieser Videos als Voice-Over bei Fiverr gebucht, bei Gott. Ich erinnerte ihn sofort, dass ich unseren Eltern etwas erzählen könnte. Charlie und ich kamen in der Schule an und standen... Mann, was hat Charlie für ein Auto? Wie driftet der? Unseren Eltern etwas erzählen könnte. Charlie und ich kamen in der Schule an und standen natürlich absichtlich auf dem... Ich habe hä gesagt, wir gucken es trotzdem zu Ende. ...Schulparkplatz. Ich war besorgt und schaute immer wieder über meine Schulter, um sicherzugehen, dass ich Dan nicht verpasste. Und Dan fährt also auch ein 1er BMW. Da war er. Ich schlang meine Arme an Charlies Hals und wollte Dan den Rücken kehren, damit er unseren falschen Kuss nicht bemerkt. Also nicht bemerkt, dass er falsch ist. Doch Charlie küsste mich plötzlich wirklich. Charlie, was machst du? Hör auf, wir sind Geschwister. Ich versuchte, mich zurückzuziehen und bemerkte dann, dass Dan auf mich zuging. Dan ignorierte Charlie und unseren Kuss, nahm meine Hand und lud mich zur Party ein. Ja. Natürlich, klar. Ey, warte mal, du hast gerade voll mit deinem Bruder rumgemacht, yo. Willst du heute Abend zur Party kommen? Oh Gott, hat das wirklich funktioniert? Aber Charlie sagte plötzlich, ich würde nirgendwo hingehen. Nein, sagte ich, komme zu dieser Party. Aber Charlie wollte mehr. Charlie wollte meine Lippen. Dan und Charlie tauschten einen unfreundlichen Blick aus, woraufhin Dan nickte und ging. Ich schnappte sofort nach Charlie. Hey, was machst du? Warum hast du mich wirklich geküsst? Charlie sagte, er würde nur helfen wollen und die Dinge sollten realistisch aussehen. Ich dankte Charlie kalt und sagte, ich würde seine Hilfe nicht mehr brauchen. Ich drehte mich um und ging nach Hause. Ich drehte mich um und ging nach Hause. Und ich ging nach Hause. Was ist denn? Was hat die denn für eine Krankheit? Warum läuft die so komisch? Die Party war schon heute und ich brauchte einen coolen Look. Als ich mein Outfit zusammenstellte, versuchte ich nicht daran zu denken, dass mein erster Kuss mit meinem Bruder passiert ist. Es ist... Aber dann kam Charlie ins Zimmer. Er wollte gerade etwas sagen, aber als er mich sah, blieb er mitten im Satz stehen. Dann sagte er, ich sehe atemberaubend aus. Ich wurde rot, wandte mich ab und sagte, ich hätte es eilig. Und ging schnell. Haben die eigentlich keine Eltern? Die machen den ganzen Tag nur Scheiße. Ich freute mich schon auf den großartigen Abend mit Dan. Aber er verschwand irgendwo. Warum ist KuchenTV auf der Party eingeladen? Irgendwo und ich wurde allein gelassen. Alle hatten Spaß. Was macht KuchenTV auf der Party, Mann? Spaß und ich war super einsam. Okay. Ich dachte, Charlie würde mich jetzt unterstützen. Ja, aber Charlie, lass mich raten, ist zwischendurch irgendwie gestorben. Aber genau in diesem Moment kam Dan und sagte, er hätte eine Überraschung für mich. Wieso hängt ihre Zunge raus? Wieso hat Dan jeden Tag das Gleiche an? Bevor ich antworten konnte, zog Dan mich mit. Alle machten Platz und
Ich stand in der... Was ist da gerade passiert? Bevor ich antworten konnte, zog Dan mich mit. Alle machten Platz und... Dan... Ich stand in der Mitte des Raumes. Dan bat mich, meine Augen zu schließen. Und plötzlich wurde etwas auf meinen Kopf gegossen. Ich stand da und ein Eimer Dreck kam von der Decke. Alle brachen in Lacher aus. Dan, was machst du? Warum? Ja, das Kuchen-TV darüber lacht, ist natürlich klar. Genau in diesem Moment warf er ein Glas Saft auf mich und sagte, dass... Es ist einfach am Boden kaputt gegangen. Niemand so verrückte Nerds wie mich mochte. Du hast deinen Bruder gefickt. Schweige denn er. Er fügte hinzu, dass es wirklich armselig war, dass ich versuchte, ihn eifersüchtig zu machen mit meinem Bruder. Er wusste von Anfang an Bescheid. Buh. Ja, wahrscheinlich, weil er auf die gleiche Schule geht. Schrien die Cheerleader. Du bist so ein Idiot. Sie ist das beste Mädchen der Welt. Hörte ich eine vertraute Stimme. Nein. Charlie? Aber was macht er hier? Charlie sagte leise, dass er Dan sofort nicht mochte. Er war besorgt und versuchte, nach mir zu sehen. Ich schob alle beiseite und rannte auf die Straße, während Charlie mir nachlief. Ich schluckte meine Tränen runter. Ich schämte mich vor der ganzen Schule. Wie kann man denn Tränen runterschlucken? Hey, das geht überhaupt nicht. Man kann seine Tränen nicht runterschlucken. Charlie versuchte mich zu beruhigen und sagte, dass Dan mich einfach nicht verdient. Unter Tränen fragte ich, okay, und wer verdient mich? Nein. Dann kam Charlie direkt auf mich zu und sagte, er würde seit seiner Kindheit in mich verliebt sein. Aber Charlie hat doch auf der Klassenfahrt mit Jungs gebumst, ich verstehe hier nichts mehr. Und seine Gefühle nicht länger verbergen wollen. Deswegen wurde er Sportler, um seine Gefühle zu unterdrücken. Dicker, ich habe so starke Schmerzen, ich habe so unglaublich starke Schmerzen im ganzen Körper. Aber nach diesem Vorfall auf dem Riesenrad erinnerte er sich wieder an alles. Ich konnte es nicht glauben. Charlie, bist du krank? Du bist mein Bruder. Ich stolperte von ihm weg und rannte davon. Meine Gedanken waren durcheinander. Er war mein Bruder. Ich muss ehrlich zu euch sein. Es geht nicht. Wir mussten uns voneinander fernhalten. Ich wollte Charlie nicht sehen und ich wollte nicht in seiner Nähe sein. Und dann erinnerte ich mich an etwas. Ich rannte nach Hause, meine Eltern waren schockiert von meinem Aussehen. Begannen zu fragen, was passiert war. Aber ich erzählte alles über die Party, auf der Charlie illegale Drogen genommen hat. Ich dachte, er hätte die Jungs gefickt. Mit seinen Freunden. Ich sagte, dass er dringend behandelt werden müsse. Und sie sollten ihn... Digga, wieso hat... Was hat die Mom jetzt für einen Schlaganfall, Digga? Was ist mit ihrem Maul los? ...in eine Klinik bringen. Dad wurde wütend. Und genau in diesem Moment rannte Charlie außer Atem nach Hause. Papa sagte mir, ich solle in mein Zimmer gehen und befahl Charlie, sich an den Tisch zu setzen. Ich war verletzt und schämte mich. Und voller Scheiße. Es schien, als hätte ich etwas Schreckliches gemacht. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mann, die hat wirklich den einzigen Typen, der sie ballern will, verprellt. In einer Minute wollte ich in Charlies Zimmer gehen und ihn umarmen. In der nächsten wollte ich ihn einfach nur nicht in meinem Leben haben. Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem lauten Türknall. Ich rinnte zum Fenster. Ich rinnte zum was? Charlie ging mit seiner Tasche zur Bushaltestelle. Ich sah ihn zum letzten Mal. Und innen drin krampfte alles zusammen. Was? Diese Gefühle sind schrecklich, aber ich kann ihn nicht verlieren. Ich eilte zu meinen Eltern und platzte heraus, dass Charlie und ich verliebt seien. Was? Nach einer langen Pause dachte ich, dass meine Eltern mich auch in eine Art Instanz einsperren würden. Aber mein Vater umarmte mich nur und meinte, er hätte schon vermutet, dass sowas passieren könnte. Digga, was ist das für eine Familie? Wie bitte? Er sagte, dass meine Eltern nicht mit mir darüber reden wollten, aber es sieht so aus, als wäre es Zeit. Ich wäre adoptiert. Meine Eltern haben mich adoptiert, als ich ein Jahr alt war. Und es stellte sich heraus, dass Charlie alles wusste, aber... Ja, aber das ist trotzdem übertrieben schlimm. Die Eltern hätten jetzt auch sagen können... Schatz, wir sind auch Geschwister. Bro, es reicht! Sie baten ihn, mir nichts zu erzählen. Ich war schockiert. Charlie war die ganze Zeit über nicht mein Bruder. Aber... Dann wurde mir klar, dass wir doch zusammen sein konnten. Yay! Ich rannte sofort aus... Nein, es ist immer noch dein Stiefbruder... ...im Haus. Ihr seid zusammen aufgewachsen wie Ey. Meine Eltern riefen... Ey, das ist alles so schrecklich, Mann. ...mir nach, dass ich es nicht schaffen würde. Der Bus würde gerade abfahren.
Aber das war mir egal. Ich nahm also Papas Glock und schoss dem Busfahrer dreimal in den Kopf. Und dann habe ich meinen Bruder geheiratet. Langer Zeit zum ersten Mal war ich glücklich. Während ich diesen Idioten Dan nachjagte, war meine wahre Liebe so nah. Die Bushaltestelle war genau um die Ecke und ich sah Charlie im Bus. Ich fing an zu schreien und Charlie bemerkte mich. Er stieg aus dem Bus und ich warf meine Hände um seinen Hals. Wir waren keine Geschwister. Ja, ich weiß. Ich wollte dir nichts sagen, um dich... Wo ist denn Charlie hingefahren? ...nicht zu verletzen. Charlie umarmte mich, aber der Bus hat gehupt. Es musste irgendwie vorwärts gehen. Ja und? Charlie öffnete meine Arme. Bitte geh nicht. Wir können jetzt zusammen sein. Trotz meiner Tränen stieg Charlie in den Bus. Ich war erstaunt. Warum macht er das? Wo ist denn Charlie hingefahren? Wo? Hä? Wo fährt Charlie denn mit dem Bus hin? Wo fährt Charlie mit dem scheiß Bus hin? Aber Charlie nahm nur seine Tasche und ging ruhig zurück zu mir. Ah, Glück gehabt. Also eigentlich war ich auf dem Weg zum Training, aber wenn das der Fall ist, kann ich es auch einmal sausen lassen, oder? Hä, wie? Ich dachte, du musst in die Klinik. Charlie lachte und sagte, dass er alles mit seinem Vater geklärt hätte. Er nahm sanft meine Hand und schlug vor, dass wir im Park spazieren gehen. Und ich? Ich hatte nichts gegen eine weitere Fahrt mit dem Riesenrad.